Kurz vorgestellt, heute aus dem Hause drei Magier, das Spiel Schweinebammel. Ja, für dieses Spiel solltet ihr 2 bis 6 Spieler sein, mindestens 6 Jahre alt sein und die Runde dauert 20 bis 30 Minuten. Ja, Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Karten loszuwerden und die Runde abzuschließen, indem man keine Karte hat. Alle Karten werden am Anfang gemischt, dann bekommt jeder Spieler 7 Karten. Es gibt einen Nachziehstapel und einen Ablegestapel, der durch die erste Karte eröffnet wird. Handkarten könnt ihr ausspielen, indem ihr eine der drei Möglichkeiten wählt. Entweder legt ihr eine Zahlenkarte aus, die den gleichen Zahlenwert wie die ausliegende Karte besitzt. Oder falls eine 3 zum Beispiel ausliegt und ihr habt keine 3, aber ihr habt eine 2 und eine 5, könntet ihr eine Matheaufgabe bilden und zum Beispiel 3 plus 2 ist 5. Somit seid ihr 2 Handkarten auch gleichzeitig losgewonnen. Die letzte Möglichkeit wäre, eine Sonderkarte zu spielen, zum Beispiel den Eber Eberhard. Ja, das Spiel ist dann nach 4 Runden zu Ende. Es werden halt zwischen den Runden immer die Punkte notiert. Viel Platz braucht ihr eigentlich nicht, da es halt nur ein Nachziehen und ein Ablegestapel in der Mitte, beziehungsweise 2 Ablagestapel für die Sonderkarten in der Mitte gibt. Und es ist eigentlich ein relativ schnell gemachtes Spiel, weil man halt nur einmal fix alle Karten mischen muss, ausgeteilt und schon kann es losgehen.